evangelisch in Neukölln. Echt jetzt? Liebe Carmen, Meditation ist für mich Meditation, ist Stillwerden. Ja, ist im christlichen Sinne Stillwerden vor Gott. Gebet ist für mich eine ganz andere, davon aber nicht völlig getrennte Haltung, ist ein für mich nicht davon getrenntes Gespräch. Wenn ich zu Gott bete, dann trete ich in Zwiesprache zu Gott. Dann verändert sich etwas. Dann bewegt sich etwas. Bewegt sich etwas in mir. Dann verändert sich auch meine Nähe zu Gott. Denn jedes Mal, wenn ich bete, bin ich näher bei Gott. Und Gott bei mir. Das ist das Wunder des Gebets, das wir nie ganz ausloten können. Und gerade deswegen, weil das Gebet ein Wunder ist, spricht Jesus davon, dass wir es nicht für andere Dinge missbrauchen dürfen, dass wir es nicht schinden dürfen als etwas Öffentliches, Beliebiges. Und ich glaube, da ist die Verknüpfung zur Meditation. Die Meditation ist zunächst einmal etwas, was für mich allein gilt. Und auch das Gebet ist zunächst einmal etwas, was für jeden und jede allein gilt. Aber das Schöne am Gebet ist, man kann es teilen. Und es kann andere näher zu Gott bringen, heil machen, auf neue Gleise setzen. Und Carmen, was glaubst du? Ist es wirklich das Gleiche, Meditation und Gebet? Ich bin sehr gespannt.